Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Ah, guck an. Wir können sogar einen feindlichen Speer bombardieren. Ich weiß gerade nicht, was das war. Ich glaube, ich hatte einen kurzen Soundlag oder sowas. Kurios, aber gut. Macht ja nichts. Barbaren nähern sich. So, Produktion haben wir hier keinen Raumhafen. Kein geeigneter Standort. Schade. Sehr schade. Ja, es geht nur da. Ja, was machen wir denn da? So am ganz gedümpstigsten. Also. Dann machen wir mal den Spion. Ja, da brauchen wir sowieso nichts gerade. Ziel für einen Handelsweg. Handelswegen wir mal nach Sparta. Öl haben wir. Der geht auch wieder nach Sparta. Gehen wir hier hoch. 760 können wir schon kaufen. Können kaufen. Sehr gut. Klassenkampf hat große Fortschritte gemacht. Wie bist du denn? Oh, bist du noch da? Wer ist das eigentlich? Ägypten. Oho. Sollte eigentlich die Islamstätte bekehren. Kommen mit Sicherheit nochmal mit einer Welle und wollen alles konvertieren. Also das ist sehr bescheiden, würde ich euch auch definitiv raten, immer einen Missionar, einen Apostel oder einen Inquisitor. Ja, ich weiß doch, habe ich schon gehört. Oder einen Inquisitor noch zu haben. Denn wenn ihr einmal oder wenn eure Stadt einmal konvertiert wurde zu eben... Keine Technik zum Stehlen, Produktion sabotieren, plündert alle Gebäude im Industriegebiet. Und was bringt mir das? Machen wir mal den hier. So, Forschung wählen. Helikopter! Schnelle Kavallerieeinheit. Okay. Aber wir machen jetzt mal die Lenksysteme. Ich habe das Gefühl, dass eine Rakete mit einem Lenksystem besser fliegen würde. Ja, zwei Runden fürs Manhattan-Projekt. Entwicklung der Ausrichtung Klassenkampf abgeschlossen. Böse Taten Sumeriens denunziert. Ich könnte mich wirklich langsam mal nochmal an unsere anderen Zivilisationen machen. Gleichzeitig da strategische Ressourcen, Salpeter, Uran. Also Ressourcen habe ich hier echt viel. Diese Barbaren werfen für uns alle eine Plage. Danke für... Hä? Dieser eine Speer, den ich platt gemacht habe, oder was? Okay. Aber was haben die Araber damit zu tun? Oder was auch immer das gewesen ist.
So, Wutan hat plus 15, plus 2 Wissenschaft. Dann nehmen wir den. So, hier haben wir plus 2 Produktion dann drin. Der macht echt gar nichts. Also, irgendwie sind die Missionare nicht so wirklich sinnig, möchte ich mal sagen. So, plus 3 Glauben. Ja, warum nicht? Packen wir mal Schema da rein. Runden, eine Runde. Ach, wer hat jetzt gefehlt? Na hier. Shedet hat Taoismus. Naja, wart's ab, nicht mehr lange. Oh. Gott des Meeres. Furchtloser Reporter Hildegard, Kleopatra hat Harald Hardrade vor dem Eingreifen der Agenda Königin des Nils gewarnt. Vor einem Eingreifen, Stadtmauer, Industriegebiet in Chengdu. Ja, das sind so Dinge, die vielleicht auch gar nicht so schlecht sind. Oder hier, Agenda Stadtstaatbeschützer bedankt. Wie geht das? Ich weiß das immer noch nicht. Ich bin zu blöd dafür, offensichtlich. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich denen dabei helfen soll. Echt mal. So, da ist der. Ja, guck mal, Aztekenlandapostel, Taoismus. Ja, was will der wohl machen? Garantiert mich angreifen. Ha! Raumhafen, guck an! Das geht. So, dann machen wir den Raumhafen hier hin. So, und Produktion. Genau, nochmal einen Raumhafen hin. So, 283 kann ich jetzt nichts mehr kaufen. Aber brauche ich gerade auch nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Da oben die Schafe können wir noch mitnehmen. Gleich. Warte mal, das Manhattan-Projekt ist noch fertig. Da gab es nichts dazu. Also bislang kann ich mich erinnern, dass es immer irgendwas dazu gegeben hat. Wenigstens mal eine Nachricht, siehst du, da sei ja. Wenigstens mal eine Nachricht oder sowas von wegen Deutschland hat das Manhattan-Projekt abgeschlossen oder so. Und ich glaube, es gab sogar wie beim Weltwunder so eine kleine Szene von wegen die Welt hat den Nuklearschlag erfunden, was auch immer, irgend so ein Schwachsinn. Kommt nichts. Na gut. Naturforscher, die wollen wir nicht. Die sind schwachsinnig. Größte Fehler, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Wahrscheinlich durch das Ruhrgebiet. Also, dass Aachen jetzt eine so extrem große Produktion hat. Im Gegensatz, weil ja, die Hanse ist ja überall da. Und ganz ehrlich, die Hanse finde ich auch richtig cool. Ist definitiv ein ziemlich guter Bonus.
Ja gut, 30% Ruhrgebiet macht 30% mehr Produktion. Wenn du die Richtung nicht änderst, kommst du vielleicht noch dort an, wo du hin wolltest. So, okay, gehen wir nach Aachen. Platzierung. Gegenspionage. So, der eine geht weiter. Die dreifachste Stärke. Finde ich gut. So, und er hier. Ja, das ist jetzt auch nicht so pralle. Ich finde es interessant, dass man jetzt, oder dass wir jetzt diese Marsflüge haben. Oh ja, unsere Armee ist so schwach. Ich weiß, ich bin so schlecht. Ich habe keine Ahnung. Und trotzdem könnte ich bei dir vorbeikommen und dir wahrscheinlich in deinen Hintern treten. Aber so ganz schlecht ist diese Info wirklich nicht. Ich sollte vielleicht doch das ein oder andere Militäreinheitchen upgraden oder vielleicht noch ein paar dazu bauen. Ich meine, ein bisschen der Marine ist ja da, aber Halte dich immer ans Geld, denn wenn du dich lange genug daran hältst, hältst du es vielleicht einmal in Händen. ha, ja. Was ist das? Große Persönlichkeit, Politik, große Händlerpunkte. Genau, da haben wir nämlich jetzt große Händlerpunkte. Zack. Ich denke mal, dass die steht. Ja gut, dann machen wir mal den hier. Und gucken, was bei rumkommt. Die Ideologie. Polizeistaat. Verbrannte Erde. Da kann ich, glaube ich. Ich glaube, ich brauche die verbrannte Erde für irgendwas total Wichtiges. Und ich weiß es. Oh, warte mal, Apostel, wo ist er denn? Ach da. Na, geh mal schlafen. So, nur 12 Runden, 35 für Sydney. 27 und 11. Ägypten handelt mit Griechenland. Die handeln alle miteinander, aber alle gegen mich. Dann schauen wir mal. Amsterdam hat mit Qin Shi Huang Frieden geschlossen. Apropos Frieden. Unsere Beziehung, minus zwei unterschiedliche Regierungsformen. Wir haben eine dauerhafte Botschaft. Grenze von offenen Grenzen. 2, 3, 4, 5. Ich will ihr kein Geld zahlen für offene Grenzen. Was haben wir hier? Ist sie immer noch sauer? Kriegstreiberei. Ja, natürlich ist sie immer noch sauer. Nichts, was ich haben will. Ist ja jetzt ein bisschen schlecht.
So ein kleines bisschen schlecht. Bitte warten. Bitte warten. Oh, Kupfer. Ich weiß immer noch nicht, für was Kupfer da ist. In dem Fall ist es ja Bonusressource. Wahrscheinlich gibt es einfach nur mehr Produktion. Genauso wie Reis hier mehr Nahrung gibt. Oder Vieh. Aber die Salpeterzeit habe ich, glaube ich, komplett übersprungen. Alles, was Salpeter braucht an Einheiten, wurde einfach ignoriert. Aber man sieht es hier mal wieder. Also die ganzen Straßen bleiben. Man muss gar keine Handwerker, Pioniere oder was auch immer für Straßen haben. Die werden einmal angelegt und dann bleiben sie. Ja, natürlich kann man sie nicht so machen, wie man sie gerne hätte. Weil der Händler nimmt halt einfach seinen Weg. Aber ganz im Ernst, solange die Straßen bleiben und ich nicht dafür bezahlen muss, soll mir das recht sein. Norwegen hat in Oslo eine Werkstatt gebaut. Hier, das sind so Sachen hier, Blabla hat eine Werkstatt gebaut oder hat eine Kornkammer gebaut oder irgend sowas. Das sind Sachen, die müssen jetzt nicht unbedingt in den News-Ticker. Hier mit den Regierungsformen und sowas oder hier Brasilien hat Blablabla denunziert und sowas. Das ist was, das ist in Ordnung. Das kann ruhig dabei sein. Es kann keine Verzeihung geben. In dieser einen Sache sind sich Satan und der Herr einig. So, das ist wieder Wilhelm. Wieder die Gegenspionage. Das hört da oben hin. Tarntechnologie, Kampfbomber. Das hört sich doch interessant an. Aber auch sogar nur zwei. Apropos zwei, wie sieht's denn mit Luftangriff zum Düsenjäger? Oh, warte mal. Was ist denn der Doppeldecker? Lass mich mal kurz... Ich warte mal noch die beiden Runden. Nicht, dass ich den jetzt upgrade und dann nochmal zum Bomber upgraden kann. Ach ja, okay. Naja, nur weil ich dir die Stadt geklaut habe. Ist es wieder eine Denunzierungsrunde, kann ich den Finger wieder auf der Escape-Taste lassen. Produktion in Max. Boah. 98 Runden für den Raumhafen. Nein, ich denke weniger. So, aber die Hanse können wir brauchen. Apostel. Auch wenn der wahrscheinlich nicht sehr lange überleben wird. Ach nee, das ist ein Handwerker. Okay. Aber da müsste eigentlich noch ein Apostel von den... Was ist das? Marmor? Da steht eine Feldkanone drin. Hm. Moch, Geld? Warum nicht? Geld kann man immer gebrauchen, damit kann man wichtige Sachen kaufen. Ah, hier siehst du. Erforschte Technologien 62. Der ist ganz knapp hinter mir. Ich brauche ganz viel. Im Traum herrscht Zeug. Ungezwungenheit vor. Im Leben sind Balance und Heimlichkeit gefragt. Es hat sich gezeigt, dass kein System, so unmenschlich es auch sein mag, ohne eine Ideologie weiter bestehen kann. Ha.
Haben wir da was Neues? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nein. Und dann behalten wir aber die Wissenschaft. Was war das denn jetzt? So, jetzt nehmen wir die Telekommunikation. Dann nehmen wir das Atomprogramm oder den Klassenkampf, Kommunismus. Nee. Wahlrecht, wir wollen die Demokratie haben. So, was ist das? Produktion erfolgreich sabotiert. Euer Agent konnte die Industriegebiete in der Stadtrat erfolgreich sabotieren. Wolfram ist befördert worden. Stadtrat-Raketentechnik, Stieltechnologien mit 2 Stufen mehr Erfahrung. So, warte mal. Wer ist jetzt hinter mir? Arabisches Reich. Saladin. Und wo ist Saladin? Muss ich gleich mal gucken. So, was ist das? Das ist der Händler. Händler geht nach Sparta. Sparta! Apostel apostelliert. Was ist denn hier gerade los? Wie viel Taoismus und sowas ist denn da drin? Ich verstehe das nicht. Ägypten hat seine Freundschaft mit Brasilien verkündet. Brasilien hat seine Freundschaft mit Ägypten verkündet. Das sind so Sachen, die können da rein. Ägypten hat einen Raumhafen gebaut. Okay, das wäre auch nicht ganz so schlecht zu wissen. Raumhafen in wo? Rakatet, da. Ah, warte mal. Da habe ich ja einen Spion drin. Da kein Technikbonus zum Stehlen. Horchposten, Raketentechnik stören. Das sieht jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Große Persönlichkeit. Großer General. Bietet plus 5 Kampfstärke und ein Fortbewegung für Landeinheiten des Atominformationszeitalters innerhalb von 2 Geländefeldern. Erzeugt sofort eine Panzereinheit mit 1 Beförderungsstufe. Ach ja, wenn wir den schon haben, ich meine. Mit. So, bitteschön. Panzer. Verteidigung gegen Fernangriffe. So, 5 Runden jeweils, 6 Runden da und hier sind es noch 19. Also hätte ich 4 Raumhäfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der sieht Banane aus. Der sieht so Banane aus mit seinem Häppchen. Na. Gut, 23 Minuten sind wir schon fast wieder. Oh, guck an. Dann sollte ich mich, glaube ich, verdümpelisieren. Den Apostel brauche ich noch zum Verteidigen. Da ist ja auch schon wieder Pantheon-mäßig. So, wen haben wir jetzt hier? Das ist Branson. Der geht mal nach unten. Ich lasse den mal daneben, da drin stehen. So. Verbreitung. Ketzerei entfernen. Du bist aber, der ist schon von mir. Inquisitor Individualreligion, das dürfte wohl meiner sein. Ich hoffe es zumindest. Oh. Aachen, plus
Platzierung. Gegenspionage. Gesandten. Warte mal, wie sieht das denn jetzt gerade hier aus? Humasi 20, Frankreich 14. Die bringt da schon gar nichts mehr rein. Hattusha 18 und 11, der bringt da auch nichts mehr rein. Der hat wahrscheinlich aufgegeben. Brüssel 9 und 2, die wollen das gar nicht. So, Laventa, wie sieht's denn da aus? Durch 5 Zivilisationen, Griechen alle 7, Deutschland 3. Na gut, Laventa werde ich wahrscheinlich nicht bekommen können, aber was würde ich denn kriegen? Ein Eisen, ein Uran. Ich einfach hier noch nicht besetzt. Sechs plus zwei Glauben. Velinius. Suhr 10 mit 6 wahrscheinlich. Und 10 mit 9. 3, 13, 12. 7. Valletta. Beeinflusst durch 8 Zivilisationen. Sumerien mit 2. Valletta ist wieder kriegerisch, glaube ich. Baut einen Flugplatz. Ich habe doch schon einen Flugplatz. In jedem Lagerbezirk beim Bau von Einheiten. Hm. Ja, versuchen wir mal Valletta zu bekommen. Ach so, genau. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und ich wünsche euch was. Bis denn dann.